Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Rogue Arena Guides. Wir sind leider bei 2 zu 2. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlechter Score für unsere Verhältnisse, für meine Verhältnisse. Das ist wirklich miserabel. Wir hatten wirklich zwei Games, wo wir ultra zerstört wurden. Einmal gegen, ich glaube, gegen Mage war das, der uns komplett überrannt hat. Dann gegen Hunter, der auch super starkes Early hat. Und dann Star in Highmain, Ragnaros, alles rausgerissen hat. Echt unangenehm. Wir waren so das Beste aus der schlechten Situation zu machen. Hoffentlich kriegen wir noch ein, zwei Wins raus. Ihr wisst ja, eine Arena ist erst, wenn sie wirklich vorbei ist. Das heißt, man kann wirklich nach 2-2 ist noch nichts verloren. Man kann aus 2-2 noch einen super guten Score machen. Wir hatten ja, glaube ich, einmal einen Priester ran, wo wir aus, ich glaube, da waren wir jetzt auch 2-2 oder 3-2, haben dann noch die 12 Wins geschafft. Das ist alles noch möglich. Trotzdem wird es natürlich schwer. Da ich schon am Anfang gesagt habe, das Deck ist nicht überragend gut. Es ist ganz okay, aber nicht überragend. Und jetzt schon so in die Arena zu starten, ist natürlich echt schlecht. Und jetzt kommt noch so ein Start zum Gegner. Müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir es das besser ausmachen. Okay. Auf jeden Fall eine Session starten. Wir haben einen 2-Drop, einen 3-Drop, einen 4-Drop, einen 5-Drop, einen 6-Drop. Das ist eigentlich optimal. Der ist auch so gut mit dem, weil das jetzt nicht gegen Hero Power stirbt, weil die nur 2 Damage macht und nicht 3. Deswegen ist es eigentlich völlig okay, so wie es gerade ist. Das Apprentice ist für uns jetzt relativ okay, würde ich sagen. Er tradet sehr gut. Wir machen nächstes Mal noch Ogre Brood. Sehr schönes Minion. Dann der. Es ist nicht das optimale 4-Drop, aber es passt schon. Es ist nicht allzu schlimm. Der ist natürlich nicht so geil ohne den Combo-Effekt. Kann man zwar gegen nichts machen, außer das Team im nächsten 2-7 Backstab. Fireball auf 4-4. Das ist für uns mehr als worth it. Das finde ich eigentlich völlig okay. Da rege ich mich gar nicht auf. Das ist für mich eigentlich völlig okay. Sehr gut. Am anderen 5-Drop. Das heißt, falls er jetzt zum Beispiel viele Minions raushaut, können wir eventuell uns hier noch aufheben, bis wir wirklich den Combo-Effekt rausbekommen. Der ist wirklich viel stärker mit dem Combo-Effekt. So ist er ganz okay, aber nicht so gut. Ich würde sagen, wir warten einfach noch ein bisschen. Okay, so, jetzt pass mal auf. Option 1 ist Trade Shadow Pen, Option 2 ist Mana Bomber und einfach hoffen. Das bin ich kein Fan von, weil es kann voll in die Hose gehen. Und Option 3 ist Ice Age Hero Power, mache ich auch nicht so gerne. Dann mache ich lieber die sichere Variante einfach so. Traden, passt. Ist nicht toll, aber es passt schon. Wir bleiben nächstes Even noch ein Board. Können weiter contesten. Wir haben ein sehr starkes Late Game schon auf der Hand mit 6 Drop und einer Karte, die uns im Late Game enorm weiterhelfen wird, wenn wir auf dem Board ahead sind. Kodo ist dich unschön. So ein starkes Minion, aber es passt schon. Nicht der Weltuntergang, aber natürlich schon blöd. Hier gibt es Face, die auch gemacht. Ja, hier gibt es eine Option, die ne. Toll, ey, da haben wir echt kein Glück mit der Karte. Es gibt so gute Paladin-Karten, wenn wir jetzt einmal ein Secret bekommen, einmal Hand of Protection, das ist echt ziemlich bad. Ich hoffe, es wird noch besser in nächster Zeit. Falls wir noch mehrere Games haben. Ich hoffe mal, dass wir noch ein, zwei Games haben werden. Blizzard, ach du Scheiße. Ich meine, der Typ ist 2-2, das hat er nämlich schon für Karten. Das ist nicht normal für ein 2-2-Deck, aber okay. Sind es gerade ein Leben. Okay. Strange. Okay, also Option 1 ist. Sprint macht gar keinen Sinn, das ist für den Tempel haben wir gar nicht verloren. Mana Bomber und hoffen wieder. Von jetzt können wir vielleicht noch eigenes Zeug killen, das ist nicht so geil. Ich denke, wir müssen eine Kombination aus den beiden Sachen spielen. Die Frage ist noch, wem wir das Divine Shield machen? Auf den 6-5, auf den 6-7er oder auf den vielleicht auch? Wenn beides valide Optionen. Ich würde sagen, wir beschützen jetzt den. Obwohl, dafür ist noch ein bisschen mehr. Machen es natürlich verwundbarer gegen Polymorph oder sowas in der Art. Darf man halt das stärkere Minion beschützt und ist es, denke ich, ganz okay. Ich glaube, es sind jetzt beide Optionen valide gewesen. Einfach auch den 5-3-Schild wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich denke, es passt schon auf Flamejuggler. Scheiße, sehr gut. Das ist ein Glück für uns. Das ist echt mal Glück für uns. Das Gute ist halt, wir können ruhig low gehen, weil wir haben immer den Healbot. Das heißt, es ist nicht für uns, ist für uns nicht so schlimm, wenn wir jetzt viel Damage fressen. Das kann uns sicher erlauben. Okay, jetzt wäre eine gute Situation für den Mana Bomber, glaube ich. Oh, spielt so viel Zeug, okay. Jetzt ist die Frage, ob wir vielleicht erst den Wolfsauge reintraden wollen, weil wenn der zu 5-2 ist, ist er unangenehm.
Das mache ich auch. Ich töte erst rein, fliege mir eine Bombe und hoffe mal, dass ich eins zumindest vielleicht töte. Also, auf geht's. Nicht optimal. Trotzdem noch okay. War nicht optimal, aber es passt schon. Trotzdem ein guter Meta-Bomber. Trotzdem ein Minion getötet, eins auf ein Leben runtergebracht. Leider auch einmal unser Ohr getroffen, was natürlich nicht so schön war, aber ich denke, es ist noch gut dabei, weil wir da schon Heal haben. Falls wir jetzt. So, wir kriegen jetzt auch von den Zombies schon krassen Heals, das ist eigentlich ganz okay. Ja, wir sind noch keine richtig fetten Minions spielen, da könnten wir Probleme mit kommen, wenn jetzt so ein A-Drop hat. Oh, das kommt schon nah daran, was ich eben gesagt habe. Na gut. Na gut, so, Amman, die ist nicht schlecht. Wir könnten jetzt Healboard Ice Rager machen, wir könnten noch sprinten. Ich glaube, das Sprint ist nicht schlecht für diese. Jetzt könnte diesen Zukunft es uns echt erlauben zu sprinten. Wir haben schon Two-Drop, den wir spielen können eventuell. Das heißt, ich glaube, das passt schon. Diesen zu sprinten ist gut. Flame Jogger ist nice. Wenn wir jetzt den treffen, wäre super. Dann können wir mit der Waffe finishen. Natürlich nicht. Schade. Schade, es wäre gut gewesen, wenn wir da getroffen hätten. Trotzdem sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Oh, fuck. Das ist scheiße. Wir müssen alles aufs Board, was wir haben. Also, wenn wir hier reintraden. Und möglichst viel Power aufs Board spielen. Ich würde sagen, den den Yeti ist nicht schlecht, der Jungle Panther sind schon mal 7 Mana. Noch ein Ice Rage, das ist gleich ganz okay, also die drei Minions. Dann können wir nämlich auch mit zwei von denen, also wenn es zum Beispiel ein Yeti reintritt, können wir mit dem Ice Rage finishen oder andersrum. Das heißt, das ist ganz gut. Und er hatte schon Flame Strike, hatte glaube ich gerade eben schon gespielt und das gehabt hätte. Das heißt, da sind wir ganz. Können wir eigentlich sicher sein, dass es nicht hat. Schätze ich mal. Ward damit ist okay. Nicht toll, aber es passt schon. Traded. Passt. Das war ein Fehler von ihm. Er hätte erst Hero Power müssen, dann Fencing Coach. Aber passt schon. Macht keinen Unterschied. So, Jenkins, okay. Auf jeden Fall traden wir den da rein. Denke ich zumindest. Ja, und ich glaube, ansonsten gibt es jetzt nicht so viel zu entscheiden. Ich denke, auf jeden Fall, dass wir den Trade machen. Du wusstest, dass wir jetzt in 2-2 eigentlich nicht mit dem dabei kommen. Das ist jetzt so optimal. Das heißt, ich glaube, wir machen jetzt einfach Dragonkin, dann 3 Two-Drops. Wie gesagt, wir sind noch genug Leben. Er will jetzt keinen Pyroblast haben, glaube ich zumindest nicht. Ja, ich dachte die immer nicht an. Ja, ich gehe. Doch, ich glaube schon. Ich gehe jetzt aggressiv. Jetzt muss er traden, sonst ist er tot nächste Runde. Zumindest glaubt er das. Ich glaube, wir haben genug Damage. Oh, jetzt noch ein Board. Wir haben jetzt. Genau, wir haben genau 14 Damage mit der Hero Power. Das heißt, wenn er jetzt nicht genug Damage hat, muss er traden, was er jetzt gerade noch macht eben. Das ist gut für uns. Okay, that hurts, but okay. Wir haben noch massives Healing in der Hand. Das ist gut für uns. Neue Karte. Erste LOE-Karte. Die sind in der Saison sogar ziemlich nice eigentlich. Wir können sie nicht alles clearen, leider. Das wird schon. Okay, wir müssen erst schon mal aus den Karte bekommen. Ich würde sagen, traden wir mal in das hier rein. Meta-Bomber, ach du Scheiße. Jetzt könnten wir voll YOLO gehen. Ich glaube, mache ich jetzt auch. Müssen wir eigentlich machen. Also das könnte spielentscheidend sein, dass das jetzt rauskommt. Okay, das war nice. Das war sehr nice. Können wir alles clearen? Nein, können wir leider nicht. Bisschen schade. Aber ist trotzdem noch okay. Würde ich sagen, traden wir einmal der Hero Power den da. Mit den da und dann dem Face. Ja, und dann healen wir uns. Und einen weniger und Freezen.
Freeze nicht so schlimm für uns. Ich freeze mich mal. Ich freeze mich mal. Also ich habe jetzt einen Trainer genommen, davon ich gefreezed habe. Ich glaube, so okay. Fuck, jetzt kommt ein richtig fettes Minion. Ah, das sucks. Aber ist okay. Gut ist halt, wir können das Board voll spammen und können ihn eventuell dann schon töten. Dann gleich. Ich mache jetzt alles. Game Praise. Und dann, weil wenn er jetzt zum Beispiel den da rein tradet, haben wir immer noch genug Damage zu töten. Das heißt, sieht gut aus. Also kein Board Clear, kein Heal, kein Taunt, nichts in der Art haben. Haben wir denkt gewonnen. Also wir haben 8 Damage auf der Hand. Genau, die hilft nämlich die Karte sehr schön. Also sehr, sehr closes Game. Sehr, sehr close. Aber am Ende hat es gereicht. War, denke ich, sehr, sehr knapp. Und ich denke auch, dass jede kleine Situation, die wir jetzt ins Richtige oder Falsche entschieden haben, ich denke, wir haben uns richtig entschieden, jede Situation, auch wirklich unglaublich wichtig, um das Spiel zu gewinnen. Weil ich denke, wenn man sich in einer Situation falsch entschieden hätte, wäre es wahrscheinlich lost gewesen. Wir hatten ein bisschen Glück, dass er keinen Flamestruck hatte. Das wäre ultra am Arsch gewesen. Aber ich meine, er war ja auch ein 2-2 Mage. Das heißt, wenn er auch Flamestruck dazu gab, zu den starken Karten, die er so schon hatte, wäre das ziemlich broken gewesen. Sind noch fein raus und sind bei 3-2. Schöner Start in die Folge. Sehr, sehr spannendes Spiel. Ich hoffe, es geht so weiter. Thrall. Okay. Mir ist der Rogue ein bisschen zu slow. Ich hätte gerne ein bisschen aggressiveren Rogue eigentlich gedraftet. Hat zwar nicht geklappt. Die Karten zacken alle im Early. Natürlich. Okay, das ist schon ein sehr schöner Start halt eigentlich. Kann man nicht beschweren auf jeden Fall. Das Gute ist, wir haben halt einen River Croc. Nicht der tollste Two-Drop, aber immerhin können wir den spielen statt einen Flame Jugger, weil er jetzt keinen One-Drop hat, weil es ist immer blöd, einen Flame Jugger auf einen Effekt zu verschwenden auf ein leeres Board. Wenn man lieber einfach aufheben, bis man eben etwas hat zum Buffen. Zum Abschießen meine ich. Okay, das ist die Traumsituation für den Flame Jugger. Wenn der es trifft, könnte das schon richtig krass. Dann könnte Schatz schon ein Spiel entscheiden jetzt, was das jetzt ist, da jetzt rauskommt. Nice. Also es ist unglaublich gut für uns. Wirklich so richtig, richtig gut für uns. Wir haben jetzt einmal eine Karte getötet, ohne selber Karten zu verschwenden. Und haben 2-3 auf dem Board. Also wirklich richtig krass, dieses Minion. Jetzt in dem Fall, das könnte auf Turn 2 ein Spiel entscheiden gewesen sein. Also nochmal, um es rauszuheben. Es war wirklich unglaublich gut für uns gerade. Super. Okay. Chatten wir rein. Hier. Hero Power wäre jetzt zu slow gewesen, weil wir jetzt Minion Pressure machen, weil jetzt sind wir schon so far ahead, wollen wir auch wirklich weitermachen, starken 3-Drop, 4-Drop, 5-Drop, bam, 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 zu den Probe rollen. Und er hat keinen 3-Drop, was schon so nice ist. Kein Crackle, was hat er jetzt noch? Flame Tongue ist unangenehm, aber es passt schon. Nicht schlechteste der Welt. So, okay, wir machen jetzt einfach Trade und dann den da. Nice. Flame Tank ist eigentlich super guten Schamane. Ist eine coole Karte. So, Yeti ist für uns nicht so schlimm. Wir spielen dann auf den Clock Knight. Mehr der Bombe ist zu risky, können wir nicht machen. Clock Knight und Trade Phase. Sounds good. Ja. Halt awkward ist für den Yeti, der Yeti kann nichts killen ohne Supportkarten. Das heißt, gerade ist der Yeti ein bisschen useless. Das ist super für uns ist. Und Facing kann er auch nicht, weil er träumt mit dem Glockenlight for free auf. Das heißt, er braucht irgendwie einen Buff oder sowas in der Art und wirklich. Oh, Slash Rage, das ist nice. Slash Rage ist immer nice, okay. So, wir können jetzt richtig hart rein spammen. Wir können jetzt theoretisch den 2-Drop und 2 One-Drops und die Hero Power machen. Das ist not bad. Aber es ist halt mega, mega scheiße gegen Lightning Storm. Wobei Lightning Storm auch wieder eine Karte ist, was ich immer wieder sage, ist eine seltene Karte. Das heißt, die kommt nicht so häufig vor in Schamane. Und deswegen sollte man es auch im Begrenzten nur drum spielen. Und in dem Fall
haben wir einfach keine besseren Optionen. Wir können sie einfach nichts machen. Es geht nicht. Da haben wir sowieso, haben wir voll verkackt. Wir können jetzt aber auch, wir können ja auch Mad Bomber spielen, weil wenn der uns zum Beispiel unser Clock Knight tötet, ist halt Game Over. Das heißt, wir müssen einfach jetzt ein Risiko eingehen. Einfach alles spielen. Wir könnten attackieren, wenn wir nächste Runde 5 Mana-Karten haben und Hero Power eigentlich nicht nutzen können. Ich greife mal an jetzt. Aber wirklich nur so aus. Also nur weil ich noch einen Charge für nächste Runde übrig habe und weil ich nächste Runde so perfekte Mana habe. Na toll, ist auch das beste Minion. Das ist so ein Bullshit. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Earthshock. Ah, der Zax. Okay, jetzt müssen wir schauen. Mehr der Bomber ist nicht eine Option. Ist halt richtig Urlaub, aber ich glaube, wir müssen es machen. Wir zuerst den reintraden, in den da, dass wir den mal sicher töten. Hoffentlich sicher, sage ich mal so. War nicht so, wie ich mir gehofft habe. Ich hoffe, habe gehofft, dass ein Minion von mir auf ein Leben runtergeht. Das sind die Hero Power Finishen können, hat leider nicht geklappt. Dann machen wir das so. Ja, super optimal. Nicht gut, nicht gut. Hoffe ich kann Fire Elemental jetzt oder so ist eine Art. Da sind echt ein paar Karten, die jetzt richtig krass screwen würden. Hoffentlich hat er jetzt keine von denen. Boah, shit. Die Karte sind schon mal eine richtig OP. Brauchen wir da Damage zur Instant. Backstep ist nice. Wenn wir das nicht gezogen hätten, wären wir voll am Arsch gewesen. Hätte ich schon nicht aufgegeben. Ja, wir haben 0 Karten in der Hand und haben kein starkes Board. Das ist Albtraum für jeden Rogue. Wir brauchen jetzt Sprint oder eins von den fetten Minions, sonst haben wir keine Chance mehr. Wir hätten noch 4 Karten in der Hand, wir haben 0 Karten in der Hand und wir haben auch kein richtig starkes Board. Wenn wir jetzt wirklich ein starkes Board hätten, würde ich sagen, okay, wir sind ein Agro-Deck. Haben wir halt mal keine Karten, aber wir haben nicht mal ein starkes Board, das ist das Problem gerade. Man will immer eins von beiden haben, entweder Card-Advantage oder Board-Advantage, wir haben keins. Also wir haben zwar ein bisschen Board-Advantage, nachdem es so wahrscheinlich weg sein. Jetzt zieht noch Karten, das ist eigentlich ganz okay für uns. Das ist halt nicht okay. Wir können jetzt die ganzen Minions nicht machen. Das ist halt ein Problem. Nice. Wir können ihn nicht runterbringen, aber trotzdem spiele ich natürlich so. Wir brauchen auf jeden Fall das Ding hier weg. Frage ist nur, wie es machen. Also. Ich denke, wir lassen jetzt. Ich denke, wir wollen den Zap um Medic und den Mantel wegräumen. Also, wie machen wir das? Vielleicht tun wir es so machen. Zack, zack, zack. Nicht optimal, aber guter Draw trotzdem. Crush auf einen der Karten, die ich gerade gehabt, also die ich gerade wollte. Deswegen gut, dass sie bekommen haben. Natürlich sieht es immer noch nicht toll aus. Wenn er jetzt irgendeine fette Karte sieht, haben wir verloren. Ah, das ist nicht gut. Na, scheiße. Sprint, please. Ah, das ist auch nicht schlecht. Da können wir uns nicht beschweren. Auf jeden Fall das da wegräumen. Kriegt da Infinite Value. Sogar wieder Mega-Luck. Also das Spiel wirklich. Wir haben im richtigen Moment jetzt unsere fetten Karten. Das ist wirklich nice für uns. Wir haben jetzt noch keine Taunt-Tonus bekommen, die wären echt super nervig jetzt. Gut. My shield for Fuck. Argus. Oh yeah.
Yes. Mehr Bomber, let's go. Er kann noch nichts treffen, dass man auf einem Leben bleibt. Das ist echt ärgerlich. Oh naja, okay. Trotzdem ganz okay gewesen. Hat zumindest nicht unseren Boldefus getroffen. Das ist das Wichtigste. Auch nur unser Sprint. 1 zu 16 Chance. Scarlet ist okay-ish. Dem wollte ich jedenfalls zu sich gehen und pressuren. Zur nächsten Runde haben wir genau 14 Damage, 15 Damage, sorry, und deswegen können wir die nächste Runde vielleicht schon töten, wenn wir jetzt kein Traumatotum bekommen. Das heißt, man sollte immer ins Gesicht gehen, wenn man sicher sein kann, dass man die nächste Runde auf Board killen kann. Also so unter Druck zu essen, so entweder das haben muss oder er ist tot, eins von beiden. Er gibt uns einen Minion, danke sehr. Das war jetzt gut für uns, weil er jetzt einen Taunt dafür bekommt. Lol. Er hat uns gerade einen Sieg geschenkt, thank you. Nochmal zur Erinnerung, don't pick Hungry Dragon ever in your fucking life. Die Karte hat uns gerade den Sieg geschenkt. Und die Karte hätten wir gerade nicht gewonnen. Weil ich hätte mir das Taunt und nicht stören können, der hat einen Einzug mehr gehabt, zurückzukommen, also... Don't pick Hungry Dragon. Don't pick Hungry Dragon. Oh. Auch nochmal ziemlich rausgelacken, muss ich sagen. Also wirklich im richtigen Moment ist wirklich die fetten Karten gezogen, die wir unbedingt gebraucht haben. Pretty lucky. Auch der Meta Bomber war wieder mal ganz gut dabei. Aber ja, er hat einen schlechten Anfang und der Gegner hat ganz gute Karten. Aber am Ende ist ihm auch so ein bisschen die Option ausgegangen. Hat auch nicht so die besten Karten am Ende, wirklich. Aber naja. Wir sind noch ganz gut dabei, 4 zu 2 jetzt. Nicht perfekt, aber noch ganz okay. Jetzt können wir uns den Schirm, die Damage behalten wollen. Eigentlich wollen wir schon hart auf 2-Drops gegen. Gerade gegen Paladin ist ganz wichtig, dass man im Early Game was hat, um nicht. Gegen Paladin ist halt so, wenn du einmal zurückfällst, kann sein, dass du komplett überrollt wirst. Ich würde sagen, wir machen alles weg. Und. Okay, gut. Da ist es völlig akzeptabel. 2, 3, 4 sind nicht die optimalen Drops, keine Frage, aber trotzdem. Hauptsache, wir haben Drops. Es ist immer wichtig. Wichtigste ist, wir haben irgendwelche Karten für den Zügen und ob die dann gut oder schlecht sind, erstmal zweigerangig. In der Arena ist es wichtig, dass man irgendwelche hat. Selbst irgendwie ein Injured Quality auf Turn 1 ist völlig okay. Der ist zwar ein scheiß Turn 1 Minion, aber es passt schon. Hauptsache, um irgendwas um zu spielen. Vielleicht Coin Shield Minibot. Applaus. Okay, Option 1 ist Armani, Option 2 ist Hero Power. Wir machen jetzt den Armani, weil wir nächste Runde so die Hero Power haben. Das ist so besser. Weil die Hero Power ging auf den Fencing Coach for free. Das heißt, die so eine Hero Power wäre Verschwendung gewesen, hätten wir durch nächste Runde Hero Power attackieren müssen und uns eine neue Hero Power holen können. Wäre scheiße gewesen, weil dann hätten wir den nicht kriegen können. So, er traded. Okay, not bad. Ist aber nicht so schlimm für uns. Ich sage noch das da und das da. Flame Juggle wäre jetzt so richtig geil gewesen. Wenn wir den gehabt hätten, dann getroffen hätten, das wäre cool gewesen. Macht aber nichts. Acolyte ist pretty weak. Hauptsache, die Blessing of Kings. Blessing of Kings ist Game Over, wenn das es hat. Kriegt er nämlich so viele Karten und wir können es mit dem Effekt tun. Wird auch perfekt traden. Blessing of Kings wirklich Game Over instant. Let me think. Quality, ach du Scheiße. Okay. That's fine. Da sage ich gar nichts. Die Quality für ein 4-Mana-Minion finde ich völlig okay. So, jetzt machen wir ihn jetzt. Wir müssen auch wieder den Shadow Pin leider ohne Combo-Effekt ausspielen, aber wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Passt schon.
Hoffentlich gegen diesmal was Gutes aus dem Grand Crusader, was Besseres als irgendwie nur ein Divine Shield oder so ein blödes Secret. Ich will mal so ein Master for Battle haben oder ein Consecration, sowas. Annoying stuff, aber okay. Okay, jetzt aufgeht. Oh, mit der Bombe ist auch nicht schlecht. Mich und euch im nächsten Zug noch aufheben, da ist besser. Da können wir nicht mit der. Können wir es mit der. Mit dem Flamethrower kombinieren, damit noch mehr Damage. Erstmal der Grand Crusader. So. Oh mein Gott, das ist schlecht. Jetzt habe ich eine Scheiße gebaut. Ups. Fuck. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich hätte natürlich erst angreifen müssen, dann nochmal angreifen müssen. Das war bad. Scheiße. Scheiße. Das habe ich gerade wieder zu schnell gemacht und das ist wieder der dümmste Fehler, den es gibt. Und sage ich jedem Spieler: Der erste, der beste Tipp, den man jedem Spieler geben kann, egal wie gut er ist, ist: Take your time. Also wirklich jeden zu überlegen, was habe ich für Optionen und dann machen, anstatt einfach so YOLO reinzugehen, ohne zu überlegen. Das Allerwichtigste, okay. Nächste Runde sollten wir einen ziemlich geilen Männerbomber rausbekommen, hoffentlich. Das muss irgendwas Gutes werden. Kann eigentlich nur gut werden. Natürlich wieder zwei unseren eigenen getroffen. Schade, aber trotzdem okay. Wenn wir Flame Juggler. Natürlich, das gibt's ja gar nicht. Naja, gut, wir haben es verdient nach dem blöden Fehler gerade. Aber okay. Sucks, but okay. Ich habe den Flamethrower extra vorher gespielt, nicht greedy gewesen, den Neutron zuerst getötet. Oh, die Karte ist cool, das ist eine neue Karte. Wir haben noch gar keine. Warum haben wir keine neuen Karten? Ich hätte gerne neue Karten. Kriegt irgendeine 3-Mana-Karte, kann alles sein. Hoffentlich kein Master of Battle oder so ein Shit. Yeti ist gut, sehr gut sogar. Scarlet Healbot ist okay. Den Crush habe ich einfach gerne noch aufheben. Bisschen Effekt rausbekommen. Den kriegen wir bald auch raus. Wir könnten auch Scarlet Saboteur. Ich glaube, Scarlet Saboteur ist besser. Wenn wir Power auf dem Board und Heal brauchen wir es nicht unbedingt. Okay. Was ganz cool ist an der Karte, wir haben halt auch noch mehr Healing, was immer gut in Rogue ist, und wir kriegen halt, also wir können es mit unserer Hero Power kombinieren, zusammen, genau, zusammen 3 Damage. Das ist ganz ordentlich. Nützlich, falls er zum Beispiel den 2-3er in den. Also in jeden 2-3er reintradet. Sehr cool. MechWarper. Harvest Golem. Passt, okay. Ist okay. Boah, Peacekeeper ist immer Rott. Warum hat das nicht auf den anderen gemacht? Verstehe ich nicht. Wir können jetzt auf 15 Dämonen runterbringen. Und dann richtig fett Druck machen. Alles müssen wir auch offensichtlich sterben. Ich glaube, das wäre noch okay eigentlich. Ich glaube, ich tue ihn jetzt wieder auf den Timer setzen. Dann muss er wieder traden. Und wie viel Damage hat er denn? Er hat 7, er hat 11 Damage. 6 Damage von Paladin ist wirklich schwer zu bekommen. Da gibt es nur ein, zwei Karten, die das wirklich. Also True Skill war zum Beispiel. Wir können nächste Runde noch healen, das heißt, es passt schon, denke ich. Dann gehe ich jetzt ins Gesicht. Und dann können wir mit dem beiden dann nichts mehr traden. Ah doch, wir könnten mit der Hero Power traden, mit dem dann, ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Dann mache ich das, glaube ich. Ich spiele erstmal das da. Ich werde den Yeti weg. Schau, was ich einen Spare Button bekomme. Der Switch ist ziemlich bad. Können Switch auf den da einsetzen, mache ich auch. Okay, nice. Looks good, looks good. So, was er jetzt gezogen hat, ist spielentscheidend. Blademaster ist völlig okay, da habe ich gar keine Angst vor.
duty. Okay. Ein Damage. Nee, schade. Die Frage, ob es das leisten kann, nicht zu healen. Ich glaube, hat er 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wir müssen heilen, wir können nicht das Risiko eingehen, jetzt zu sterben. Dann machen wir es so. Und lassen wir auf 1 runter, dass wir nächstes Mal killen können. Den plus BF ist besser, oder? Wenn ich es jetzt besser, dass ich auf Mana ankommt, ich würde sagen 5-5er oder ein 4-3 plus Death Battle. Dann halt die Chance, dass ich einen Booster bekomme. Das muss gar nicht so schlimm sein eigentlich. Ich mache einen Falschwetter, da kommen immer noch coole Sachen rauskommen. Und ich habe jetzt auch kein Mini, was jetzt irgendwie beschädigen würde, um ehrlich zu sein. Weil das Schlimmste, also Worst Case wäre ein Doomsayer. Und ein Doomsayer ist nicht so schlimm für uns, weil dann clear das ganze Board, dann können wir nächstes Mal die Hero Power finishen. Das ist auch okay. Ach du Scheiße, er hat eine Healing-Karte gezogen. Der Zacks. Ich glaube, es soll trotzdem reichen, er kann nicht alles clearen. Erst muss er dem Shredder irgendwie Bullshit kommen. Nice. GG. Gut. Nice, nice, nice. Das war es mal so, ich mir das Spiel eigentlich vorgestellt. Am Anfang gutes Early Game, dann einfach straight jede Runde Karten gespielt, die haben stärker als den Gegner und dann einfach überrollt. So habe ich mir eigentlich die Spiele von Rogue vorgestellt. Hat das nicht immer so geklappt, aber ich denke trotzdem ein ganz guter Run. Schon viel Zeit mir noch. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge, ist schon 30 Minuten vorbei. Der erste Game ist noch relativ langwierig. Auf jeden Fall zwei sehr, sehr knappe Games und ein sehr deutliches Game am Ende jetzt. Man hat gesehen, das Deck ist nicht so schlecht, wie es aussieht. Also wirklich 2-2 war viel zu niedrig gegriffen, 5-2 ist schon eher, als ich mir vorgestellt habe. Mein Ziel ist, wie gesagt, immer noch, hat es nicht geändert, 6-7 Siege. Da kommen wir auch super hin, wie es bisher aussieht. Und wieder mal ich war am Anfang doch ein bisschen schockiert, wie schlecht das Deck eigentlich war. Hat sich aber wieder ein bisschen erholt, sage ich mal, hat doch so performt, wie ich es mir erwartet habe. Sehr froh, dass meine Erwartungen nicht so stark enttäuscht wurden, dass ich trotzdem noch richtig predicted habe. Bin ich auf jeden Fall froh drüber und ich würde sagen, im nächsten Teil schauen wir dann, was wir aus dem Deck rausholen können. Wie gesagt, 5 Siege ist schon völlig okay. Wir haben jetzt mal schon unser Mindestziel erreicht. Ich hoffe natürlich, dass wir noch ein, zwei Games rausholen können. Werden wir dann mal sehen. Bis dahin, viel Spaß in euren eigenen Arenen. Ich hoffe, ich könnte euch beibringen, wie man auch einen Rogue spielt. Ein bisschen slowerer Rogue diesmal, also nicht so ein Agro-Rogue, den wir sonst eben hatten. Und eher ein bisschen slower, ein bisschen methodischer. Eigentlich ganz cool zu spielen. Wie gesagt, im ersten Game vor allem, denke ich, super knapp. Da haben wirklich jede Entscheidung, wirklich in jedem Mikro-Entscheidung richtig getroffen. Das hat uns wirklich zum Sieg verholfen. War mega, mega knapp. Und bin sehr froh, dass es so gelaufen ist. Bis zum nächsten Teil. Dann geht's weiter. Mich über Like und Abo freuen. Oder Kommentare, falls es irgendwas zu besprechen gibt. Ciao!